Ich glaube, die europäischen Wahlen haben zwei Dinge gezeigt. Auf der einen Seite, Europa in der Meinung der Bürgerinnen und Bürger soll sich um nicht alles kümmern, sondern es soll sich darum kümmern, dass die Dinge, die nationalstaatlich auf der Welt nicht mehr alleine geregelt werden können, europäisch geregelt werden. Und deshalb war die Entscheidung auch seitens des Europäischen Rates mit der Kommission, auch weitgehend abgestimmt mit dem Parlament, eine strategische Agenda zu verabschieden, richtig. Und die Tatsache, dass die Kommission jetzt 80 Rechtsakte zur Disposition gestellt hat, ist eine erste Anerkennung genau dieses Befundes, dass nicht alles wichtig ist für Europa, aber vieles wichtig ist, dass es Europa macht. Zum Zweiten natürlich die Herausforderung durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Letztendlich eine Herausforderung, die uns fragt, gilt das, was wir 1990 glaubten erreicht zu haben, dass Länder selber bestimmen können, wohin sie gehören wollen? Oder aber gibt es wieder Einflusssphären? Und ich glaube, wir haben in diesem Jahr seit dem Gipfel in Vilnius doch gezeigt, dass wir als Europäische Union einheitlich auf eine solche Herausforderung antworten. Einerseits, indem wir klare Botschaften an Russland gesandt haben, andererseits, indem wir immer wieder auch Kompromissbereitschaft gezeigt haben und drittens, indem wir die Ukraine unterstützen. Das war heute der Gegenstand der abendlichen Diskussion, eine sehr strategische Diskussion, die, glaube ich, sehr wichtig war. Nachmittags und bis in den frühen Abend haben wir über das Investitionspaket der Kommission unter der Führung von Jean-Claude Juncker gesprochen. Dieses Paket ist begrüßt worden von allen. Und wir haben darauf hingewiesen, dass jetzt alles konkretisiert werden muss, damit die Menschen in Europa, die Bürgerinnen und Bürger sehen, was passiert jetzt, müssen diese Projekte konkret werden. Und daran wird mit Intensität gearbeitet. Wir haben noch einmal heute deutlich gemacht, dass dieses Programm unter der Führung oder unter dem Rahmen der Europäischen Investitionsbank laufen soll. Warum? Weil dadurch garantiert ist, dass wirtschaftlich interessante Projekte auch zum Zuge kommen. Es soll nicht politisch entschieden werden, sondern es soll nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden werden. Wir haben darüber gesprochen, dass es um Zukunftsprojekte gehen soll, dass es um Forschung geht, um digitale Agenda, um Infrastrukturprojekte im breiteren Bereich. Und wir haben deutlich gemacht, dass es um ein, wie Jean-Claude Juncker das genannt hat, magisches Dreieck geht von einerseits Haushaltskonsolidierung, Strukturreformen und drittens Investitionen. Also alles kann nur im Zusammenhang gelingen und dazu haben sich alle Mitgliedstaaten auch verpflichtet. Wir haben ein klares Bekenntnis zu Freihandelsabkommen abgegeben. Wir haben ein klares Bekenntnis zu Bürokratieabbau abgegeben. Und insofern, glaube ich, sind diese Zukunftsprojekte und diese Investitionsinitiative jetzt eingebettet in den richtigen Rahmen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie könnten eventuelle nationale Beiträge, die heute noch nicht festgelegt wurden, dann bewertet werden. Und wir haben deutlich gemacht, das muss innerhalb der geltenden Regeln des Wachstums- und Stabilitätspakts erfolgen. Natürlich die Flexibilitätsinstrumente nutzend, aber innerhalb der geltenden Regeln. Ja, wir haben dann noch einen Blick in die Zukunft geworfen und gesagt, im Februar wollen wir uns beschäftigen mit der Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion. Hierzu haben die vier Präsidenten einen Auftrag schon früher bekommen, dazu Vorschläge zu machen. Wir haben heute noch mal deutlich gemacht, es sollen Schritte vorgeschlagen werden, aber es soll auch eine gemeinsame Analyse vorgestellt werden, warum die augenblickliche Ausrichtung der Wirtschafts- und Währungsunion noch nicht ausreichend ist, um wirklich dauerhaft Wachstum und Prosperität der Europäischen Union zu garantieren. Insofern also ein kurzer, prägnanter, gut organisierter Rat mit unserem neuen Ratspräsidenten Donald Tusk. Es bleibt bewegend, dass Donald Tusk, ein Regierungschef, ehemaliger Regierungschef aus einem Land ist, das sehr wesentlich dazu beigetragen hat, dass es den Kalten Krieg heute nicht mehr gibt, dass wir eine erweiterte Europäische Union sind. Und wir haben uns, das darf ich jedenfalls für mich sagen, unter dem neuen Ratspräsidenten sehr wohl gefühlt und sind sogar vor Mitternacht fertig geworden.